Bisschen feucht der Keller. Aber nur minimal. Hab mich auch nur ein bisschen schmutzig gemacht. Ich sehe immer so aus. Das ist die Pigmentierung meiner Haut. Das ist ganz normal. So, jetzt erstmal aufstehen hier und dann... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uninvited Guest. Level 2 Water. Und wenn man sich denkt, man ist clever und sagt einfach Continue Game, dann startet man wieder am Anfang von Level 1. Aha. Ich habe bestimmt übrigens zum Schluss von Level 1 ganz viele Secrets übersehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie wurde das für mich so unangenehm, dass ich da ja so durchgerusht bin förmlich. Ich habe garantiert sehr viel übersehen an Secrets. Ich weiß auch nicht, wie wichtig die Secrets sind für irgendwas. Oder ob das nur so ist. Oh, ich freue mich jetzt schon, warum spiele ich das? Achtung! Der Keller ist geflutet. Geh nicht ins Wasser. Gefahr. Okay, aber ich muss hier lang. In die andere Richtung komme ich nicht. Ew! Mach das nicht! Ih! Mach das nicht! Ich sehe dich da oben. Mach das nicht. Ist ja widerlich. War das Chlorwasser? Hoffentlich nicht. Why? Macht auch keinen Unterschied mehr. Aha. Aber da steht noch ein Pferdchen. Ich sehe es doch. Pferdchen. Was auch immer da so knarzt, ich will das Pferdchen. Ist mir egal, was da so knarzt. Der Keller ist dezent geflutet. Der bleibt aber jetzt im Wasser, ne? Der kommt nicht wieder raus. Nicht, dass es mir was nützt. Ich muss auch ins Wasser. Schön, wie hier auch so eine Planke liegt, damit ich auch ja gut einsteigen kann. Schwimmt der hier jetzt irgendwo oder war das nur so? Ich glaube, der hat eh keine andere Wahl. Oder? Das Tor war ja, also ne, da wo das Pferdchen stand, da war ja zu. Ich gehe nochmal gucken. Ich bin ja hochmotiviert, ins Wasser zu gehen. Ich gehe zwar gerne schwimmen, aber nicht mit Krokodilen. Nee, hier komme ich nicht durch. Oh, hier ist so schmal, dass Gott sei Dank nichts hinter mir spawnt. Ich klopfe mal auf Holz. Auf einmal steht doch was hinter mir in so schmalen Gängen. Das wär's. Okay. Bist du bereit, Kroki? Ich komme dann, ja? Plups. Der hat's nicht geschafft. Der hat's auch nicht geschafft. Nein! Nein, ich bin gar nicht da. Da geht's raus. Oh, ja. Hallo, mein Hübscher. Oder meine Hübsche. Ich kann das so nicht erkennen, ob Männlein oder Weiblein. Schwimmst du da ums Eck? Bitte? Okay. Es ist sehr ruhig. Ich glaube, er ist weg. Er, sie ist. Das Kroko. Da brauche ich einen Schlüssel. Danke für den Hinweis. Da geht's wieder raus. Vielen Dank auch. Ich kann natürlich auch nicht schnell laufen im Wasser. Ich meine, nicht, dass ich hier in diesem Spiel sprinten könnte. Shift drücken hat noch nicht wirklich viel gebracht. Kennt ihr das übrigens in Spielen, wenn man so versucht, sich selber um Ecken zu lehnen, um Ecken gucken zu können, ob da jetzt was kommt oder nicht? Das ist nur Wasser. Da geht's nur nach links. Ich muss ja anscheinend. Bitte gib mir genug Zeit. Bitte gib mir genug Zeit. Bitte lass das Kroko nicht aus dem Wasser laufen können. Okay. Ich fühle mich merkwürdig sicher, weil hier ein Licht ist und Vorhänge. Na toll. Thank you.
Junger Mann? Junger Mann, geht es Ihnen gut? Oder junge Frau, aber es sieht eher nach einem Mann aus. Hier waren Patienten mit Diarrhoe. Das sind nur Mäntel. Warum haben die mich gerade beim Näherkommen so erschreckt? Junger Mann? Ich... Das ist definitiv ein Mann. Ich guck hier mal kurz, ich guck hier nicht, okay. Ich guck nicht! War gelogen, ich guck nicht. Schöne Kunst haben sie hier. Der sieht recht hinüber aus, aber bequem sitzt da immerhin. Wenigstens sitzt da bequem. Und du bleibst da auch sitzen, oder? Ich hoffe. Doktor. Ist das der Doktor? Oh Gott. Mr. Winchester hat mir befohlen, seinen Sohn zu heilen. Aber auch ich wurde infiziert. Ich bin die ganze Zeit betäubt. Mir ist schwindelig. Und irgendetwas stimmt nicht mit meiner Haut. Ich gebe auf. Bitte vergeben Sie mir. Er sitzt noch da. No! Verdammt. Nicht, dass ich ihn von hier sehen könnte. Ich brauche einen 3-Meter-Arm, bitte. Ich brauche... Oder einen Mitspieler. Ich traue dem nicht. Ich meine, in Level 1 hatten wir Steinstatuen. Wieso haben wir hier jetzt eine Leiche? Also, eine Leiche mit Fleisch. Die anderen da waren nur Knochen. Du bleibst da sitzen, ja? Du bist artig. Nichts. Ich habe das nicht zugemacht. Ja. Hey, hältst du dich am Stuhl fest? Das ist aber schön. Das ist... Diese Vorhänge. Das ist sehr schön. Es kratzt von da. Kratzt das aus der Schublade? Kann ich die jetzt öffnen? Bleibst du jetzt da stehen wenigstens? Oder bist du dann gleich wieder weg? Ja, toll. Ratti! Nein, ich hab's nicht so gemeint, Ratti! Ich hab's nicht so gemeint. Schlüssel! Okay, und wieder ins Wasser. Gefunden, wonach ich gesucht habe. Okay. Bist du wirklich weg? Habe ich jetzt hier eine wandelnde Leiche? Oh Gott. Ja, hier stand ich ja gerade. Nase juckt. Mäntel. Die haben mich gerade schon erwischt. Nochmal nicht. Standen da auch Mäntel oder ist das ein Fuß? Na? Spielen wir Verstecken? Das ist aber toll. Ich spiele doch gerne Verstecken. Warum siehst du so aus, als ob du gleich auf mich losläufst? Ich gehe dann mal, ja? Und du bleibst hier, bitte. Kroko ist hoffentlich nicht da. Warte mal, das war der mit der Schrotflinte, oder? Du bist noch da? Jetzt muss ich erstmal nachgucken. Du bist noch... Du stehst noch so da, wie ich dich zurückgelassen habe. Okay. Gut, du bist gerade Krokofutter geworden. Kroko ist also abgelenkt. Nach rechts und dann am besten direkt erstmal wieder raus, wa? Würde ich mal sagen. Erstmal wieder hier rauf, hier rauf, hier rauf. Oh, oh. Ja, hier rauf. Definitiv hier rauf. Hallo. Ja, hallo. Kann ich nicht einfach auf den Rohren langlaufen? Du bist so langsam. Warum? Ich kam nicht runter! Ich bin gelaufen! Ich kam nicht runter! Muss ich jetzt alles nochmal machen? Warte mal. Ich glaube, du sollst da nicht stehen. Komme ich an dir vorbei? Wieso stehst du hier? Ach, ist egal. Okay, also nicht zu lange drauf bleiben. Es ist kaputt. Und das Kroko jetzt nochmal? Es ist kaputt. Scheiße.
Ja gut, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel, mir kann nichts passieren. Ich habe den Schlüssel, mir kann nichts passieren. Mach das auf! Kroko kommt! Mach das zu! Mach das nicht zu, okay. Kroko kann nicht durch Türen gehen. Das ist allgemein bekannt. Krokos können nicht durch Türen... Hier wird schon wieder dunkel. Hier geht's nicht raus, ne? Hier ist auch kein Secret, nein. Na toll. Ich muss ja jetzt hier eh gebückt durch. Also der perfekte Moment, um mir zu zeigen, dass da Kroko schwimmt. Ich wollte eigentlich sagen, um mir eine Leiche ins Gesicht zu klatschen. Ich sag ja! Der perfekte Moment. Oh, fick dich. Kroko ist nach links, wir gehen nach rechts, oder... ja, wir gehen erstmal nach rechts. Kroko ist irgendwohin entschwunden. Oh Gott. Diese offensichtlichen Jumpscares sind die schlimmsten. Wenn man so richtig drauf wartet. Was ist das hier? Oh, schön! Oh, schön! Ja, das ist ja... Bitte nicht. Bitte nicht! Okay, der war lustig. Der war noch lustiger als das Kroko. Liegst du da unten jetzt? Ne, da liegen nur Skelette. Der liegt da gar nicht! Was war das? Keiner weiß es. Ist hier noch irgendwie was? Nein. Nur Stacheln, in die ich wahrscheinlich lieber nicht gehen sollte. Was zur Hölle ist das? Okay, aber ich weiß jetzt dann Kroko, wenn ich sterbe, werde ich also kurz vorher wieder irgendwie gespawnt. Was ist das? Muss ich hier jetzt vorbei? Meine Nase juckt heute ganz viel. Schläft der? Hallo? Ich will hier nicht lang laufen. Ich glaube, es schläft. So müssen wir ganz leise sein. Weil es schläft. Ich glaube, es schläft. Ist das... Sollte ich lieber auf den Planken oder lieber durch den Matsch so weit wie möglich weg? Wir werden es erfahren. Hey, das wird ein schönes Jumpscare. Das wird ein schönes Thumbnail. Du schläfst anscheinend. Die Planken sind hier, damit ich über die Dinger komme. Was ist das? Ich will es nicht wissen. Ist das der Sohn? Ist das der Doktor? Ist das Mr. Winchester? Mrs. Winchester? Ah! Okay. Ich bin wohl zu nah dran lang gelaufen. Oder ich habe zu lange gebraucht. Auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht darf ich nicht auf den Balken direkt daran vorbeilaufen. Ich wollte nur weniger Lärm machen und nicht da hinten wieder aufstehen müssen. Aber muss ich wohl. Gut, es greift mich also an. Dann einfach durch hier. Wir haben jetzt genug geguckt. Wenn ich es nicht angucke, bemerkt es mich vielleicht gar nicht. Wieder in den Matsch. Es schnarcht nicht mehr. Es schnarcht doch noch. Aufstehen, drüber, hinhocken. Tschüss! Schlaf schön! Süße Träume! Och ne, hier kommt schon wieder Wasser.
Kann ich hier stehen? Ich kann hier stehen. Tschüssi, ne? Träum süß. Aufstehen? Jetzt kann ich schon wieder... Doch. Nein, doch, vielleicht. Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Doch, ich kann stehen. Schon wieder Wasser. Bitte keine Jumpscares aus dem Wasser. Danke. Ah! Bitte auch kein Krokodil. Das wäre mir jetzt zu viel. Was ist denn jetzt hier? Kisten. Okay. Weinkeller? Aus wie ein Weinkeller. Kann ich hier Licht machen? Nein! Keiner zu Hause! Ich kann hier ganz viel Licht machen. Wer klopft? Keiner zu Hause? Kann nichts machen. Keiner zu Hause. Ich vermute, das will mir etwas sagen. Die Tatsache, dass da drüben ein Eimer steht und ich hier so viel Licht machen kann, das hier wird es wohl nicht sein. Ich würde das Messer mitnehmen. Ohne Scheiß. Aber ich kann bestimmt... Ja, ich kann den Eimer mitnehmen, natürlich. Noch irgendwo ein Secret? Nein. Okay. Und wahrscheinlich dann hier lang weiter. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Wer stapelt denn so Kisten? Licht. Ist das Wasser? Junger Mann! Machen Sie doch nicht sowas. Im Übrigen sieht das nicht sehr gesund aus, wie Sie gucken. Oh. War das gerade der Schrotflinten-Heini, der da lang schlurfte auf dem Fußboden? Aber der war ja da hinten. Da kann mir ja nicht passieren. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Du bleibst da hinten, ne? Irgendwo, wo du gerade lang geschlurft bist. Bist du noch... Du bist nicht mehr da. Natürlich bist du nicht mehr da. Springst du mich jetzt... Ich sollte sowas nicht sagen. Dann passiert's. Ist es gerade heller geworden? Wenn ich hier länger stehe, wird's heller. Und dunkel. Okay. Erst wird's heller und dann dunkel. Ja, ich hab mit gerechnet. Weil es irgendwie logisch war. Oh. Es war so ein typischer Jumpscare-Moment, der sich einfach anbot. Ah, einmal weg. Okay. Ja, nein, danke. Ich gehe dann wieder. Darf ich nach Hause? Da sind Spinnenweben, da will ich nicht rein. Die eine Spinne hat mir schon gereicht. Muss ich hier rein? Ich meine, andere Leute sind ja auch schon nicht sehr weit gekommen. Naja, solange wir die Bewohner nicht zu Hause sind, ist ja alles... Ist ja alles gut. Die Kiste aufmachen? Nein. Ja, ich gehe dann. Tschüss. Oh, diese Geräusche. Muss ich... Bitte sag mir, dass das nur ein kurzer Abschnitt ist. Das geht gar nicht. Wo muss ich lang? Da anscheinend nicht. Also geradeaus weiter. Licht machen. Ist es weg? Es ist weg. Oh, nein, geht gar nicht. Geht gar nicht. Oh nein. Kann dieser eklige Spinnenabschnitt bitte aufhören? Wunderschöne Geräusche im Hintergrund. Dina. Ich verstehe nicht, woher die ganzen Spinnen kommen. Ich habe hier doch gestern alles aufgeräumt.
da hängt eine Spinne. Nein, da gehe ich nicht lang. Hier sind keine Spinnen. Hier gehe ich lang. Hey, da ist eine Maske. Ihh, das schon wieder. Der, die das. Oh, mich juckt es jetzt überall wegen den Spinnen. Und du machst es nicht besser mit deinem Gemampfe. Gehe ich also doch da lang? Ich will da nicht lang, aber da kann ich Licht machen. Aber ich glaube, da geht's nicht lang. Sieht nicht so aus, als ob ich da lang komme. Mm-mm. Du verschwindest gleich mit einem Jumpscare. Du verschwindest ohne Jumpscare. Hi, Maske. Toll, jetzt bin ich unbefriedigt, weil der Jumpscare fehlt. Danke! Jetzt geht's mir besser. Glaube ich. Du siehst auch unbefriedigt aus, weil dir der Jumpscare fehlt. Okay, da muss ja dein Schlüssel liegen. Ich nehme Wetten an, was hinter mir steht. Die Leiche? Eine Spinne? Eine Statue? Oder dieses eklige Vieh, was er gerade gefressen hat? Ai! Gut, es war letzteres. Okay. Warum spiele ich das nochmal? Hm? Warum tue ich mir sowas an? Oh. Darum. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Das ist eine Wand. Die Bilder sind anscheinend doppelt vorhanden. Sogar auf dem Kopf. Du musst nicht auf dem Kopf. Ah, du musst richtig rum. Okay. Ah, jetzt ist da offen. Hm. Dunkler Schrank. Ist ja... Und er hat sich auch noch so weit geöffnet. Ach, komm schon. Und wie das eine Jumpscare-Falle ist. Natürlich kriege ich ihn nicht. Ich hasse alles. Bitte keine Spinnen. Bitte keine Spinnen. Ich komme nicht an den Schlüssel ran. Und ich weiß jetzt schon, dass da... Ah! Ein Jumpscare kommt. Ah! Bist du weg? Der kam raus. Können diese Geräusche mal aufhören? Komm jetzt her hier. Ja, komm. Schlüssel. Das ist hier nichts. Puh. Geht das noch lange? Ah! Mach sowas nicht, wenn ich gerade in OBS gucke, wie lange ich schon spiele. Licht wäre geil. Kann ich mir nicht einfach eine Kerze mitnehmen? Hier stehen doch immer so viele rum. Hier einfach so eine Kerze rausgenommen, mitgenommen und glücklich sein. Ich will meine Laterne zurück. Ich sehe nichts. OBS, hilf. Okay, da ist ein Tisch und Stühle. Das erkennt man kaum. Also man erkennt es wirklich kaum. Oh! Ja? Ich sehe alte Bekannte! Guten Tag! Wieso freue ich mich über euch? Weil ihr mich nur haut. Und auslacht und böse guckt. Und irgendwie freue ich mich jetzt doch nicht mehr. Oh, ihr seid so viele. Einer von euch wird mir eine runterhauen. Ich weiß es doch. Einer von euch? Bist du es? Bist du es? Wer wird mir eine runter... Einer von euch wird mir immer noch eine runterhauen. Ich weiß es doch. Ich weiß es genau. Ihhh, du bist keine Statue.
Keiner von euch haut mir eine runter. Ich weiß es. Ihr guckt schon alle so böse. Und da geht's nicht weiter. Ihr steht im Weg. Einer haut mir eine runter und ich erschrecke mich auch noch. Ja, und lustig. Hat er mich durch eine Wand gehauen? Okay. Er hat mich durch eine Wand gehauen. Naja, dann. Haut mir noch einer von euch eine runter? Bestimmt. Lehn dich doch nicht so zur Seite. Das ist ja ekelhaft. Ja, genau von dir habe ich gesprochen. Okay, der da ist noch viel ekelhafter. Du bist schon wieder keine Statue. Aber ich muss ja, ne? Ich muss ja zu dir. Hallo, mein Freund. Hallo! Gut. Der war jetzt gar nicht so schlimm, außer dass er laut war auf den Ohren. Was haben wir denn hier Schönes für ein Problem? Hier gehe ich nicht lang, genau. Da gehe ich nicht lang, da komme ich nicht lang. Dina, der Keller hat Feuer gefangen. Ich bin hingegangen, um es zu löschen. Tom. Wer ist denn jetzt Tom? Tom hat ganze Arbeit geleistet. Beim Löschen. Ah. Sehr schade. Und jetzt? Also. Hä? Wow! Ah! Ich habe einen Stock. Ich habe einen Kamin. Ich habe Wasser. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wollen wir wetten? Das Ding wird ausgehen. Ich zünd dich hier an. Ja, guck mal, eine Lichtquelle. Genau das, was ich die ganze Zeit haben will. So, und jetzt gehe ich hier lang und du gehst aus. Ja, irgendwas muss ich machen. Irgendwie muss ich das Wasser von da oben loswerden. So schon mal nicht. Aber so. So. Naja. Es tropft da eigentlich immer noch lang, aber gut. Es wird wahrscheinlich funktionieren. Hoffentlich. Wir versuchen es mal. Schön. Die Fackel hier drunter, bitte. Ja. Und jetzt im Feuer sterben. Ich meine, wir sind im Keller. Bitte behalt den Stock. Nein, er behält nicht den Stock. Kann der Ruß bitte verschwinden? Es ist da sehr dunkel. Ich will nicht ins Dunkel. Ah, okay. Ach, du bist eine kopflose Leiche. Erstmal Licht. Es ist so dunkel hinter mir. Das gefällt mir nicht. Errungenschaft Notes Nummer 2. Servant. Dina. Dieser Ort. Er ist wunderschön. Ich war schon mal dort. Dieses Leuchten. Die Zeit. Ich bin müde. Okay. Also dieser Ort hier ist nicht gerade wunderschön. Keine Ahnung, wo du bist. Was ist das immer mit den verschlossenen Türen? Was hat er da weggetragen? Und will ich es überhaupt wissen? Wenn es eine Kiste mit Fisch war, weil da gerade Fisch liegt, dann behalt sie. Ich will nicht wissen, ob der noch gut ist. Wahrscheinlich nicht. Na, da ist schon wieder so dunkel. OBS sieht auch nicht besser aus. Mann. Was ist das? Ein Boot? Warum ist es hier so dunkel? Oh nein. Errungenschaft freigeschaltet. Second Level. Aha. Ich gehe ins Dunkel und wo komme ich raus? Also wahrscheinlich im dritten Level, aber... Puh.
Level 3 Unknown. Ja, hier wird es ja immer schöner. Dieser Ort, er ist so wunderschön. Und weil er so schön ist und ich das kaum glauben kann, brauche ich erstmal eine Aufnahmepause. Das Spiel macht mich fertig. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme bei Level 3, dem Unbekannten. Bis dahin. Ciao.